planetaren Sternfahrer besiedelt ihr den Weltraum. Euer Ziel ist es, als erstes 15 Siegpunkte zu sammeln und damit das Spiel für euch zu entscheiden. Ihr seid nacheinander am Zug und entdeckt dabei nach und nach den Weltraum und neue Planeten. Wer am Zug ist, muss sich einfach nur an die 5 Phasen auf dieser Übersichtskarte halten. Als erstes wird gewürfelt. Und wie im klassischen Catan gibt die Würfelsumme vor, welche Rohstoffe produziert werden. Mit einer 5 wäre das zum Beispiel, lasst uns mal schauen, dieser rote Planet, der Erz produziert, in diesem Fall an den gelben und an den roten Spieler. Als nächstes, und das ist neu, erhält der aktive Spieler zusätzliche Rohstoffkarten aus dem Vorrat, und zwar in Abhängigkeit von seinem aktuellen Punktestand. In der dritten Phase kann der aktive Spieler dann handeln und bauen. Handeln kann er natürlich mit den Mitspielern, aber wahlweise auch mit dem Vorrat. Unser Kartenhalter gibt dabei genau vor, in welchem Verhältnis. Bauen kann der Spieler zum Beispiel Handelsschiffe oder Kolonieschiffe oder auch einen Raumhafen. Alternativ kann auch am eigenen Mutterschiff gebaut werden. Zum Beispiel zusätzliche Antriebe, Frachtmodule oder Bordkanonen. Im Laufe des Spiels entdeckt ihr also nach und nach den Weltraum, neue Planetensysteme und auch, was euch diese einzelnen Planetensysteme bringen. Zusätzlich könnt ihr aber auch solche Außenposten entdecken, die euch den Kontakt mit fremden Völkern ermöglichen. Mit den fremden Völkern könnt ihr im Spielverlauf Freundschaften schließen und erhaltet dafür im Gegenzug zusätzliche Fähigkeiten, die euch bei euren Entdeckungen helfen werden. In Phase 4 würfelt ihr dann mit dem Mutterschiff. Und in Abhängigkeit von diesen Kugeln können sich alle eure Raumschiffe auf dem Spielplan bewegen. Eine rote und eine gelbe Kugel würde zum Beispiel bedeuten, ihr habt eine Grundgeschwindigkeit von 5. Das bedeutet, jedes eurer Schiffe kann sich jetzt 5 Raumpunkte weit bewegen. Eine Besonderheit von Catan Sternfahrer ist der variable Spielplan. Ihr könnt zum Beispiel die einzelnen Planetensysteme rausnehmen und an anderer Stelle legen. Dadurch werden unterschiedliche Spielvarianten ermöglicht. Was wir hier aufgebaut haben, ist das Basisspiel, bei dem die Planeten offen sind und ihr mit euren Raumschiffen zu diesen Planeten reisen müsst, um die Zahlenchips offenlegen zu können. Dadurch seht ihr dann, wie lukrativ die einzelnen Planeten sind. Andere Varianten wären zum Beispiel die Entdecker-Variante, bei der alle Planeten verdeckt sind und ihr zunächst mal die einzelnen Systeme bereisen müsst, um zu schauen, sind dort überhaupt Planeten oder sind da möglicherweise Außenposten. Eine weitere Variante wäre beispielsweise die strategische Variante, bei der alle Informationen offen sind. Wenn ihr mit mehr als 4 Spielern den Weltraum besiedeln wollt, dann schaut euch doch mal unser Ergänzungsset für 5 und 6 Spieler an. Es bietet neben den 2 neuen Spielerfarben auch ein neues fremdes Volk, nämlich das wandernde Volk, was euch nochmal ganz neue Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Außerdem, und das ist wahrscheinlich die größte Neuerung, gibt es jetzt das 2-Piloten-System. Der aktive Spieler erhält immer den Pilotenmarker Nummer 1 und ein weiterer Spieler erhält den Pilotenmarker Nummer 2. Die Besonderheit ist jetzt, dass beide Spieler gleichzeitig am Zug sind. Sprich, sowohl Pilot 1 als auch Pilot 2 können bauen, handeln und mit ihren Raumschiffen über den Spielplan fliegen. Die Reihenfolge dabei gibt die Übersichtskarte vor, die auf der einen Seite den Zug für Pilot 1 zeigt und auf der anderen Seite den Zug für Pilot 2. Dank des 2-Piloten-Systems bleibt der Spielablauf genauso flüssig wie im Spiel zu 4. Und das ist Catan Sternfahrer und das Ergänzungsset für 5 und 6 Spieler.